diesem Video möchte ich euch die wichtigsten Funktionen von iMovie vorstellen, mit denen ihr innerhalb kurzer Zeit ein Erklärvideo erstellen könnt. Dazu geht ihr auf eurem iPad auf iMovie, geht dort auf das Plus und wählt Film aus. Die Videos und Bilder, die ihr verwenden wollt, habt ihr hoffentlich schon vorbereitet, wählt sie jetzt aus. Die werden jetzt in iMovie integriert. Der weiße Balken zeigt euch, an welcher Stelle im Video ihr euch befindet. In euren aufgenommenen Videos werden sich wahrscheinlich Teile finden, die ihr weghaben wollt. Um diese zu entfernen, scrollt ihr an die Stelle, die ihr abtrennen wollt, und entfernt den überflüssigen Teil. Das Video auftrennen könnt ihr, indem ihr auf Teilen drückt, und entfernen könnt ihr den entsprechenden Teil, wenn ihr ihn markiert und dann auf das kleine Mülleimer-Symbol, das unten rechts zu sehen ist, drückt. Störende Hintergrundgeräusche könnt ihr ausblenden, wenn ihr das Video markiert und dann auf Lautstärke geht und diese ganz nach unten regelt. Schriftzüge im Text könnt ihr hinzufügen, wenn ihr einen ganz bestimmten Abschnitt markiert, auf Titel geht, anschließend den auswählt, der euch gefällt, und dann eintragt, was ihr dort stehen haben wollt. Ihr könnt das Video natürlich auch mit Sprache hinterlegen. Dazu geht ihr auf das Mikrofonsymbol, wählt Aufnahme und redet dann so lange und das, was ihr haben wollt. Die Aufnahme erscheint dann als blauer Balken unter eurem Video. Damit das Video interessant und flüssig läuft, kann es sein, dass ihr das Tempo verändern müsst. Dazu geht ihr auf Tempo und entscheidet dann, ob ihr das Video schneller oder in Zeitlupe ablaufen lassen wollt. Ihr könnt im Hintergrund natürlich auch Musik abspielen lassen. Dazu geht ihr oben rechts auf das Plus, anschließend auf Audio und wählt dann entweder Musik aus, die ihr selbst auf eurem Rechner habt, oder Musik, die euch iMovie zur Verfügung stellt. Wählt den entsprechenden Soundtrack, geht auf das Plus. Die Hintergrundmusik erscheint als grüner Balken unter euren Videos. Auf diese könnt ihr zurechtschneiden und auch in der Lautstärke regeln. Euer Video ist nun fertig. Daher geht ihr oben links auf Fertig. Es erscheint diese Maske, wo ihr unten den mittleren Button auswählen müsst, um ins Exportmenü zu kommen. Unter Optionen könnt ihr die Auflösung und damit die Größe eures Videos ändern. In Dateien sichern müsst ihr das Video, wenn ihr es beispielsweise bei Teams hochladen wollt. Bei Bedarf schaut euch das Beispielvideo, das ich jetzt die ganze Zeit bearbeitet habe, bei YouTube an.